Die Box, in denen dieses Mario Pikachu drin war, war zu Beginn nur, ja, sagen wir 40 bis 50 Dollar wert. Heute ist diese Karte in einer PSA 10 6000 Dollar wert. Wir sehen also, Pokémon ist mehr als nur ein Spiel, mehr als nur Sammelkarten, ist mittlerweile auch ein sehr, sehr gutes Investment geworden. Und wir sprechen heute über die Top 5 Gründe, warum du jetzt in Pokémon-Karten investieren sollst. Let's go! Bevor wir starten, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video von mir zu verpassen. Aber jetzt lasst uns direkt loslegen. Ja, und fangen wir an mit Grund Nummer 1, und das ist die historische Wertsteigerung. Wenn wir uns zum Beispiel mal ein First Edition Charizard anschauen, das war damals sehr, sehr günstig. Ich kann mich erinnern, es war die letzte Karte aus dem Base Set, die mir dann tatsächlich noch gefehlt hat. Ich habe es damals für 40 Mark gekauft, ein First Edition Glurak in Deutsch, Ende der 90er Jahre. Ach ja, wenn die Sammlung noch irgendwo wäre und nicht am Flohmarkt gelandet wäre, das wäre jetzt auch gut was wert gewesen. Und wir sehen ja heute gerade die englische Version. First Edition Shadowless in einer PSA 10 bewegt sich ja um die 300.000 bis 500.000 Dollar, also sehr, sehr krasser Preisanstieg hier an der Stelle. Die Anstiege wird es natürlich in Zukunft, denke ich jetzt mal, nicht geben, aber wenn man mal eine Dimension kleiner denkt, glaube ich, dass die Historie ein ganz guter Indikator dafür ist, dass die Karten auch weiterhin steigen werden, gerade mit unseren anstehenden Events, die wir haben werden, mit dem 30-jährigen Jubiläum, was kommt, mit den extrem starken Sets, die jetzt zum Beispiel auch zu Ende der Karmesin und Purpur-Ära noch folgen. Also richtig, richtig gute Gründe, wenn man auf die Historie guckt, und ja, ich wüsste nicht, warum es nicht so weitergehen soll. Und wenn man allein einen Zeitraum von 1,5 Jahren betrachtet, so können wir mal auf das Video, auf das jüngste Video von Pokehebis, von meinem geschätzten Kollegen aus der Pokegang, blicken. Der hat rund um die Investment Challenge ja ein Video gemacht und eine Auswertung nach 18 Monaten. Und wir sehen, ganz, ganz viele sind hier auch wirklich gut im Plus gelandet. Ja, 1.000 Euro investiert, und ich glaube, der Gewinner hatte über 50% Rendite, also sehr, sehr stark. Natürlich gab es auch den einen oder anderen, der hier Verluste eingefahren hat, zumindest auf dem Papier. Und da ist natürlich auch immer eine Frage des Anlagezeitraums, so wie es natürlich immer ist. Kurzfristige Schwankungen, alles gut. Aber ich glaube, wenn man länger hält und gerade langfristig denkt im Pokémon Investment, dann ist man hier richtig, richtig gut aufgehoben und hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance, dass all die Produkte, die man sich dann gekauft hat, sofern man die richtigen wählt, am Ende auch steigen werden. Und gerade etwas speziellere Produkte, sowohl vom Design her als auch vielleicht von der Limitierung her, können dabei extreme Treiber sein und extreme Katalysatoren. Wir sehen es hier zum Beispiel an dem Mario Pikachu, ich habe es im Intro erwähnt. Damals eine 40 bis 50 Dollar Box gewesen und mittlerweile PSA 10 um die 6000 Dollar. Also ein richtig, richtig krasser Preisanstieg, den die Karte hier hingelegt hat. Ja, selbes könnten wir vielleicht auch für die Van Gogh-Karte erwarten, wenn auch nicht gleich so extrem, weil natürlich die Limitierung nicht in dem Maße gegeben hat und es sind viel mehr Kopien auf dem Markt. Deswegen das vielleicht eine Karte, die ja, man sich noch in die Sammlung holen könnte, mit einer Hoffnung auf einen Preisanstieg, auch wenn es davon sehr, sehr viele gibt. Aber wir sehen auch, die Nachfrage ist auch entsprechend höher. Von daher sollte das steigende Angebot hier an der Stelle auch vielleicht ein bisschen hemmen, aber kein allzu großer Faktor sein. Ja, und das war auch schon der zweite Grund. Achtet auf Limitierungen, auf limitierte Karten. Wir haben zum Beispiel noch die Pokémon Stamp Box, die wir noch bald aufmachen werden, wo auch zwei sehr, sehr schöne Promokarten drin sind mit dem Pikachu und mit dem Urgel. Also auch sowas ist ein absoluter Tipp, auch jetzt noch für ein Investment. Und wie immer der Disclaimer an der Stelle, das ist keine Anlagenberatung, das ist nur meine persönliche Meinung, aber ihr kennt das ja alles. Ja, mein dritter Grund ist, dass Pokémon weiterhin eine starke Community und Fanbase hat und wahrscheinlich auch immer haben wird. Wenn man auf die Schulhöfe guckt, es werden immer noch Pokémon-Karten getauscht, es gibt eine neue Anime-Serie dazu, die Events sind extrem gut besucht, es kommen immer wieder auch neue Poketuber letztendlich dazu, und Pokémon ist einfach ein weltweites Phänomen, das muss man ganz einfach so sagen, mit einer riesigen Community, mit ganz, ganz vielen Turnieren, mit Online-Form, auf Social Media, egal wo man hinguckt, extrem starke Fanbase und ja, von daher ein sehr, sehr lebendiger Markt, von dem ich auch davon ausgehe, dass er auch in Jahren noch existieren wird. Das heißt, die Pokémon-Community wächst auch stetig mit jedem neuen Produkt, mit jedem neuen Spiel. Wir sehen das gerade im Moment auch an TCG Pocket, dem Sammelkartenspiel auf dem Handy.
Was ich, by the way, sehr, sehr cool finde mit einem ersten Eindruck. Mal gucken, wie es sich auf Dauer hält. Das ist auch nochmal ein Treiber, der die Leute ganz, ganz stark reingebracht hat. Wir hatten ja auch vor einigen Jahren Pokémon Go, was als neue App kam und auch da nochmal sehr, sehr viele Leute zurück ins Hobby gebracht hat und auch in Richtung Sammelkarten getrieben hat. Also auch solche äußeren Einflüsse sind immer prädestiniert dafür, dass die Community noch weiter wächst und wieder ein neuer Hype entsteht. So wie wir es vielleicht auch gerade erleben. Ja, und zur Grund Nummer 4, nicht nur die Community ist groß, die Community ist stark, nein, auch die Marke Pokémon ist extrem stark. Sie haben extrem viele Produkte, sie sind unheimlich gefragt und allein der Markenwert von Pokémon ist so, so immens. Ne? Also seit den 90er Jahren eigentlich ein konstanter Anstieg, ja, es ist eigentlich eine der beständigsten Franchises der Welt, wenn man so will. Das sieht man auch wieder jetzt, neues Anime mit dazu, neue Karten, also es ist alles ständig im Fluss. Ja, und Grund Nummer 5, wenn man jetzt nicht all sein Geld investiert hat, dann macht das Ganze ja natürlich auch ein bisschen Spaß und man kann natürlich auch den Sammelaspekt in den Vordergrund stellen. Und so sehe ich es zum Beispiel für mich ganz persönlich. Ich habe sehr, sehr viele Karten hier und wenn die Karten irgendwann weniger oder nichts mehr wert sind, dann habe ich immer noch Spaß daran, weil ich auch von Herzen Sammler bin und die Karten richtig cool finde. Es sind richtig coole Artworks dabei. Für jeden, glaube von seinem Lieblings-Pokémon, gibt es eine Vielzahl an Karten. Gut, einige sind etwas seltener als andere, aber nichtsdestotrotz auch immer coole Artworks, die man sich unheimlich gern anschaut. So geht es mir zumindest, egal ob ausgestellt oder auch im Binder. Und ich habe schon erwähnt, vielleicht ist jetzt auch ein ganz guter Zeitpunkt, mit auf den Hype-Train aufzuspringen. Das 30-jährige Jubiläum ist nicht mehr allzu weit weg. Und mit den 5 genannten Gründen, die ich euch auch im Video jetzt näher gebracht habe, glaube ich, dass man eine ganz gute Chance hat, auch wenn man in Richtung Investment denkt, jetzt bei Pokémon-Karten mit einzusteigen. Und wenn ihr das Thema Investment näher beleuchten wollt, es gibt auch super coole Channels, die sich extra damit befassen. Allen voran den Kollegen Boxes aus der Pokégang genannt, der immer am Zahn der Zeit ist und von daher richtig, richtig coole Videos macht. Das heißt, wenn ihr da näher reinschnuppern wollt, abonniert gerne auch seinen Kanal. Ja, was denkt ihr darüber? Habt ihr schon mal in Pokémon-Karten investiert oder plant ihr es zu tun? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und zu guter Letzt, vergesst nicht, ein Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch keine Investment-Tipps mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gespannt. Wir haben noch viele spannende Themen vor uns.